Ihr habt schon im Titel gelesen, E36 Cabrio Projekt geht weiter. Ich sehe hier kein Cabrio. In der Garage habe ich auch keinen Cabrio. Wollen wir den nehmen? E36 328 Limousine. Wollen wir den nehmen? Ich würde sagen, wir nehmen den. Spaß beiseite. Der 2.8er Cabrio steht woanders, nicht hier. Ich habe ein paar Sachen für den gekauft. Wieder auf Schlüsselsuche. Immer wenn ich rausgehe, sieht es Katastrophe aus. So, es funktioniert auf jeden Fall. Die Sachen packen wir kurz rein. Boah. Ungelogen, seit 2 Wochen steht der. Und davor bin ich den auch nur eine halbe Stunde oder so gefahren. Wie gesagt, zu viele Autos, zu viele Probleme, will ich jetzt nicht sagen. Aber es ist wirklich so. Kaum Zeit, bevor ich die anderen Sachen vergesse. Die werden heute nicht bei mir auf dem Hof sein. Corona-Hotspot. Wir werden heute nicht bei mir auf dem Hof sein. Deswegen darf ich jetzt nichts vergessen. Muss kurz überlegen. Angemeldet ist meine Limousine. Ansonsten würden wir vielleicht noch den gleich abspritzen. BMW-Emblem muss ich auch mal erneuern. Habe ich vor 2 Jahren mal gekauft gehabt. Nicht original. Da muss ich jetzt wirklich selber sagen, wenn du Qualität haben möchtest, kaufst du original. Hast du bestimmt ein paar Jahre mehr. Hast du bestimmt ein paar Jahre Ruhe. Handschuhe kann ich mitnehmen. Das habe ich. Garage, Schlüssel habe ich. Ansonsten Autoschlüssel habe ich. F Performance, Grüße gehen raus. Ansonsten würde ich sagen, let's go. Angekommen. Guckt euch den an. Jetzt guckt euch den an. Ey, ich habe was vergessen. Du wirst nie drauf kommen. Ich habe eine Sache vergessen. Direkt, wo du die Garage aufgemacht hast, habe ich die Nebelscheinwerfer gesehen. Ich habe noch Originale gekauft. Ich wollte die auch noch dran machen heute. Oh, oh, oh. Egal. Das sehen wir in den nächsten Videos dann. So, Cabrio ist hier. An die Cabrio-Fahrer. Viele haben ihn vermisst. Ungelungen seit 19 oder 20 Videos kam entweder mein Cabrio oder meine Limo. Die anderen sind erstmal egal. Heute in dem Video geht es um eine kleine Aufbereitung. Ihr wisst ja, Fahrersitz hatte leichte Probleme. Ich würde sagen, ich fahre den kurz raus. So, T67. T67. Komisch, ne Freunde? Starte mal. Ungelogen. 3 Wochen. 3 Wochen später springt er an wie eine 1. Fahr dir mal raus, Bruder. Dann zeige ich euch mal gleich, was wir heute an dem schönen E36 Cabrio machen werden. Stell doch Außenspiegel auch ein. Hammer. Weiter, weiter, weiter. Ja, reicht. Und wenn die ein bisschen laufen lassen erstmal? Was meinst du? Ja, ne? Wann waren wir zuletzt hier? 3 Wochen? Das hier geht es. Mal schauen, ob wir überhaupt was schaffen werden. Beifahrersitz sieht okay aus. Größte Problem, genau hier die Sitzfläche war es. Hier haben wir nichts. Hier könnten wir auch noch ein bisschen aufbereiten. Teppich müssen wir noch sauber machen, aber das machen wir nicht in diesem Video. Die Türpappen könnten ein bisschen Liebe vertragen. Der Bereich. Ansonsten hinten werden wir gar nichts machen. Hinten ist er noch top. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein. Fällt dir was ein? Nein, ne? Hier. ASC müssen wir noch machen. Die Radläufe sind ja gemacht. Einmal kurz abchecken. Ja, das ist die Schraube vom Auspuff. Ne? Wie ihr sehen könnt, tipptopp. Eine Politur werden wir machen. So. Hört sich wirklich geil an. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Cabrio. Ich habe euch ja vorhin gezeigt, ich habe ein paar Sachen gekauft. Und zwar, genau hier, Lederfarbe. Safran Gelb Montana, ne? Dann habe ich hier noch ein Paket. Ihr könnt es euch schon ahnen, was ich hier habe. So ein Schleifpad. Die 2 Produkte brauchen wir. Ansonsten, wir müssen noch das Leder entfetten, reinigen, schleifen, entfetten und danach tupfen wir die Farbe da drauf. Ich habe es einmal gemacht gehabt bei einem Opel Astra vor 8 Jahren oder so. Es war gut. Mal schauen, ob es heute funktionieren wird. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Wie gesagt, Schritt 1. Erstmal sauber machen. Ich werde euch nur die Schritte ganz kurz zeigen, weil das wird jetzt ein bisschen dauern. So dreckig sind die jetzt auch nicht, ne? Aber das Wichtigste ist gleich das Anschleifen. Man sagt ja auch immer, die Vorarbeit ist am wichtigsten. Vorarbeit nicht gut gemacht ist, sieht das Endergebnis auch nicht gut aus, Freunde. Und seine Da-Check. Unser Ledersitz ist jetzt gereinigt, Freunde. Jetzt nehme ich ein Schleifpad. Vorsichtig anschleifen. Ihr könnt direkt schon sehen, den Unterschied hier. Siehst du das schon? Guck mal, ich bin wirklich mal gespannt, ob wir die Risse rauskriegen werden. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir fangen erstmal von hier an, nehmen wir in die Mitte und eventuell diese Zwangen. So,
Ich schleife jetzt weiter und das Wichtigste ist langsam. Ne? Langsam, schon viel, viel besser. Ich bin der Meinung, wo wir hier Risse haben, da müssen wir deutlich mehr anschleifen, damit hier später die Farbe natürlich drauf fällt, damit die Farbe natürlich vernünftig sitzt. Oh, it is on fire. So, Schritt Nummer 2 habe ich jetzt auch erledigt. Die Stelle hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu 100% klappen wird, aber die Sitzbank könnten eventuell klappen. Mit dem Schleifen bin ich jetzt fertig. Jetzt noch mal kurz entfetten und danach können wir Farbe drauf tupfen. Ich würde sagen, weiter geht's. Kommen wir nun zum letzten Schritt. Hier habe ich Lederfarbe, habe ich ein Pad zum Drauftupfen. Wenn es klappt, Hammer. Wenn nicht, habe ich schon direkt überlegt gehabt, einen neuen Sitz zu kaufen. Aber das hat mich jetzt um die 20 Euro gekostet. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, Freunde. Machen wir erstmal ganz wenig drauf. 3, 2, 1. Ich fange mal an. So. Ich würde sagen, tupfen wir so drauf. Ich muss auch wirklich sagen, es sah wirklich nicht so klein aus. 3 Stück von denen müsste man eigentlich dafür haben. Ich würde sagen, ich mache weiter. Wenn ich fertig bin, werde ich euch das Endergebnis zeigen. Wenn es mir gefällt, gut. Wenn nicht, kommt ein neuer Sitz rein. So sehe ich heute aus, komplett gelb. So, was ich euch jetzt sagen kann ist, ich bin jetzt zweimal drüber gegangen, also zweimal drauf getupft, ne? Zeig einmal. So sieht das jetzt aus. Es sieht wirklich nicht zu 100% aus, weil meine Meinung dazu, das müsste man komplett schleifen. Wie ich es vorher gemacht habe, aber dann nicht mit drauftupfen, weil eventuell könnten wir die Sitzwang retten mit drauftupfen, aber weil es wirklich schon hier hardcore aussieht, müsste man den Bereich hier, die Sitzfläche, mit einer Lackierpistole vernünftig lackieren, weil so würde es zu 100% funktionieren. Ich habe hier jetzt noch Farbe, keine Werbung. Wir haben hier, da ist noch mehr wie die Hälfte voll. Ich werde jetzt auf jeden Fall 3, 4, 5 Mal noch drauftupfen, auch ein bisschen leicht schmieren. Wenn das was bringen sollte, hätte ich ein Problem weniger beim Cabrio. Wenn nicht, müsste ich mal nachschauen, eventuell kommt ein neuer Sitz rein. Oder ich muss das mit der Lackierpistole beim Großer gehen raus an Janni, bei Janni wieder machen lassen. Aber wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Farbe. Ich warte jetzt, bis es trocken ist und danach tupfe ich Nummer 3 und danach den Gang Nummer 4. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Eine kleine Planänderung. Komm mal mit. Zeig es mal. Wie sieht's aus? Auf jeden Fall. Ich sehe gelb aus. Ich bin wirklich positiv überrascht. Es ist gut, es ist okay. Es ist jetzt nicht super geworden. Das ist mir auch schon klar, Freunde. Aber Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir waren jetzt 45 Minuten da dran. Es ist okay. Aber eine kleine Planänderung habe ich euch vorhin gesagt gehabt. Ich werde es jetzt trocknen lassen. Ey, meine Haut pellt sich auf, oder? Ne, ist noch nur Farbe. 1, 2 Tage später komme ich nochmal hier hin. Schau, wie es aussieht. Boah, guck mal. Ich habe noch... bisschen weniger als die Hälfte von der Farbe habe ich noch. Das ist jetzt Plan B von mir, eine Notlösung. Zum Schluss ein bisschen wieder drauf tupfen. Ich würde auch schon langsam sagen, nehmen wir Abschied von dem Cabrio. Der kommt gleich in die Garage rein. Ein Soundcheck von dem wird nicht kommen. Motor ist kalt. Ansonsten in den nächsten Videos werden wir die Nebelscheinwerfer austauschen. Spaltmaße muss ich vernünftig einstellen. Können wir kurz zeigen. Die von der Haube. Die sieht nicht 100% perfekt aus. Ich bin ein Perfektionist, ne? Nein, Spaß beiseite. Aber es muss schon gut aussehen, ja? Was meint ihr? Wie sieht mein Cabrio aus? Ich habe es ja euch schon letztens schon mal gesagt gehabt. Ich bin auf der Suche nach Felgen. Normalerweise wollte ich 10x17 draufklatschen. Doch die Kollegen von mir, die raten es leider ab. Ich habe letztens welche gefunden, DZ exklusiv für, Preis ist egal, ne? Komm, 650 Euro. Das waren 8,5x17 vorne, 10x17 hinten. Und da kamen letztens Felgen rein, in der Größe dasselbe, nur in 18 Zoll. Was meint ihr? Das pick ich in die Kommentare mal rein. Sollen wir die Styling 24 drauf lassen oder eventuell andere Felgen? Weil im Winter werde ich ihn eh nicht fahren. Der wird eventuell entweder hier in der Garage bleiben oder bei mir vor der Haustür. Eine Sache muss ich noch loswerden, Freunde. Und dann werde ich das Video auch beenden. eBay Kleinanzeigen etc. bla bla bla. Die Preise von den Fahrzeugen E36, ne? Ich gehe jetzt direkt auf die 2,8er ein. Die sind explodiert, Freunde. Wenn du einen hast, Coupé, Cabrio oder auch Limousine, verkauf die nicht. Weil ich weiß zu 100%, wenn ich diesen Kfz oder den anderen von mir verkaufen werde, werde ich zu 99,9%
kein E36-28er unter 10.000 Euro finden. Ja, wie gesagt, wenn du einen hast, stell ihn ab. Schönwetter, 28er, Cabrio, Coupé, Limo, gib ihn. Ansonsten auch die Touring-Fahrer. Die Preise vom Touring, die waren ja vorletztes Jahr, letztes Jahr auch bei 3.500 bis 4.000 Euro. Jetzt ein vernünftiger Touring, 7.000 aufwärts. Eine Limousine, 28er findest du eh nicht mehr. Coupé will ich gar nicht mal drüber reden, aber ab und zu kommen Cabrios rein. Preis 8.000 bis 12.000 Euro. Ich habe letztens einen gesehen für 18.000 oder 19.000 Euro in der Farbe schwarz. Falls jemand Interesse haben sollte, 13.000. Dann kannst du den Wagen mitnehmen. Ich würde sagen, das war's mit dem Video, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal Fatih CNR und wir sehen uns beim nächsten Mal.